werden jetzt auch gleich umformiert. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch unterwegs sind zum Kampf. Beulenpest, juhu! Armee wurde geschlagen. Ihre Truppen konnten die Verteidiger dieses Ortes nicht schlagen und kehren nach Hause zurück. Wieso das? Hä? Aber gleich wieder hin, Leute. Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Ach Gott, nee. Hier kann nur ich beerdigt werden. Ich weiß gar nicht, wie alt ich jetzt bin. ...126 Patienten letztes Jahr in diesem Krankenhaus bedient. Hier sind jetzt einige Leute am Beten. Bei Amun, bei Osiris und bei Hathor. Zusätzlich läuft das Einbalsamierungshaus. Armee war siegreich, immerhin. Jetzt ist das Ding hier dran. Jetzt ist Schluss hier. Ja, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob sicher ist, dass wir die besiegen. Aber dann wäre wenigstens Ruhe. Und vielleicht erheben sich die Feinde dann nicht mehr. Dann haben wir wenigstens für eine ganze Zeit Ruhe. Na, ich bin gespannt. Auch wenn wir die ganzen Stelen aufgebaut haben. Das dürfte ja noch ein bisschen dauern. Wir haben zwar einen Aufseher, aber der sitzt auch nur rum, weil aktuell keine Stelen zur Verfügung stehen. Armee war siegreich, immerhin, dann ist hier jetzt auch Ruhe. Araber ist raus und wir können jetzt eine Handelsroute nach Magara fertig machen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine Handelsroute nach Apliki zu bekommen, um dann auch Kupfer mit reinzunehmen. Und wir bekommen jetzt mehr Holz, wenn wir nach Lachish gehen. Ich brauche kein Holz mehr. Das hat sich jetzt erledigt. Dankeschön. Wenn ich hier hin möchte, brauche ich nur Bogenschützen und Speerträger. Gut, kann noch ein bisschen dauern. Dann werden wir jetzt erstmal nach und nach die Leute ausbilden. Von hier kommen auch Soldaten. Wo kamen die denn her? Guck mal, alle sind sie wieder da. Juhu! Ach, ihr habt wieder nicht genügend einfache Waren, weil ihr nicht genügend Brot habt. Aber Brot steht zur Verfügung. Ich würde sagen, selber schuld. Geht einfach hin, holt euch welches. Sieht's aus mit dem Essen. Einige Felder gezählt, aber bei weitem nicht alle. Ihr Prestige. Juhu. Hauptsächlich natürlich durch die Taten. Dadurch, dass wir jetzt die anderen erst einmal vernichtet haben, dann müssen wir jetzt nur noch den Rest kaputt machen. Aber das kann auch eine Weile dauern. Wir müssen auch ganz, ganz viele Leute ausbilden. Die müssen auch wirklich alle ausgebildet sein. Es geht nicht, dass das hier alles so lange dauert. Die meisten rennen zum Arzt. Wie geht's den Soldaten? Immer noch schlecht. Keine Nahrungsmittel. Schlechte medizinische Versorgung.
keine Waren. Es gibt genug zu verkaufen. Müsst bloß hingehen. Wenn ihr natürlich den ganzen Tag woanders rumrennt, dann ist das kein Wunder, dass das alles nicht funktioniert. Der ist jetzt auch schlecht drauf. Hatte kein Brot, aber die Bäckerei ist ja gleich nebenan. Gut, und dann geht es nur noch um die medizinische Versorgung. Das heißt, die Waren bekommen sie jetzt so langsam ran. Ja, statt protestieren zu gehen, geht doch einfach mal da runter. Ihr könntet das so viel einfacher haben. Die sind alle so doof. Und zum Protestieren müssen die jetzt auch rüberrennen. Ist ja kein Wunder, dass die nicht alle nicht ausgebildet werden. Er kommt denn jetzt auch mal wieder vom Protestieren. Schön. Ich meine, wir haben unglaublich viele Patienten, die wir jetzt auch bedienen müssen. Das geht nicht anders. Wir haben jetzt 73 Leute, die für uns kämpfen können. Immerhin, aber uns fehlen noch einige Speerträger, die ausgebildet sind. Wir hätten genügend Speerträger, wir hätten sogar noch ein paar mehr Bogenschützen und bräuchten allerdings 2 Armeekommandanten. Das heißt, ich muss jetzt noch einen mit hinstellen. Kommt hier drüben mit hin. Die konnten nicht zu Hathor beten. Selber schuld, Hathor ist hier. 32 konnten beten. 6 da, 37 da, 67 da. Und auch hier drüben in den Schreinen werden sie sehr gut genutzt. 12, 12 und 23. Grenzstreit, kein Gericht vorhanden. Erbstreitigkeiten, kein Gericht vorhanden. Wenn ihr mir deswegen Strick drehen wollt, ne, dann geht rüber, da hinten ist ein Gericht. Und die warten nur auf euch. Ich werde nicht überall ein Gericht hinbauen, das könnt ihr vergessen. Es ist ja nur der Pharao, der dort drüben dann recht sprechen darf. Und der ist gerade nicht da, der ist beschäftigt. Ich muss das Nil-Delta befreien, das ist eigentlich das Schlimmste. Und wir müssen den Hafen fertig machen. Avaris, ägyptisches Fort. Benötigt 20 Waffen. Also ich glaube, wenn wir das da bauen, dann haben wir schon mal ein Fort, womit wir uns dann gegen Pelusium wehren können. Hier brauchen wir ebenfalls 2 Armeekommandanten. Das heißt, wir warten noch auf einen. Gegebenenfalls wechseln die sich hier bei dem Ausbildungsplatz ab. Denen geht's immer schlechter. Ja, ich meine, wenn man den ganzen Tag nur durch die Gegend rennt und demonstriert, ja, bitteschön, dann müsst ihr euch doch nicht wundern. Geh doch einfach zum Krankenhaus, das ist offen. Ich verstehe die Typen nicht. Soldaten aus. So, jetzt haben wir hier 2 Leute, die Soldaten ausbilden. Wahrscheinlich können wir jetzt in doppelter Menge die Leute ausbilden. Ja, so sieht's aus.
Wenn das nichts bringt, dann weiß ich auch nicht. Also wir haben jetzt hier den einen oder anderen, der ausgebildet wurde. Aber es muss eben noch zwei, dreimal gemacht werden, bevor wir uns dann um die oberen Städte kümmern können. Das Schöne ist, dass jetzt keine Plünderer mehr kommen, weil wir uns um den anderen Standort gekümmert haben. Also Ruhe. Wie sieht's aus mit Rüstungen? Wenige Rüstungen fertig, wenige. Viele Waffen, maximale Waffen. Hier wird schon wieder trainiert. Jawohl, ich bin eine Made. Das macht die ganz, ganz toll. Wo ist denn der andere Kommandant? Der ist noch unterwegs, der hat noch Waren gesammelt oder sucht noch welche. Ach Mensch, das dauert immer alles so lange. Schade, dass man die Zeit nicht noch schneller voranschreiten lassen kann. Ah, da fährt eine Stele vorbei, auch nicht schlecht. Apropos Stele, wurde die oben jetzt fertig gebaut? Ja. Sehr gut, deswegen ist wahrscheinlich auch unser Prestige gestiegen. Dann können wir jetzt noch weitere Stelen mit hinstellen. Schlacht von Sau. Ja, nicht Sau, sondern Zau, aber ist egal. Dann haben wir noch den Sieg im Delta. Und Schlacht von Araba. So, und hier werden jetzt richtig viele Leute ausgebildet. Ich hoffe, dass es auch wirklich was bringt und dass wir bald hier eine sehr, sehr hohe Ausbildungszahl sehen. Und dann schicken wir die beiden Armeekommandanten einfach mal hin. Das sieht schon ganz gut aus. Ich denke mal, das schaffen wir. Und diesmal sind sie auch alle einigermaßen glücklich, haben ihre Waren bekommen, sodass sie nicht mehr rumheulen können. Auch die Kommandanten selber sind sehr gut ausgestattet. Hier fehlen nur noch ein paar Waren, aber die holt er sich gerade. Okay, wenn wir jetzt auf die losgehen wollen würden, hätten wir einen sicheren Sieg. Gut, dann gehen wir da jetzt rauf. Viel Erfolg, meine lieben Armisten. Dann bräuchten wir nur noch weitere Speerträger, die auch ausgebildet sein müssten. Da sind ja auch schon sehr viele ausgebildet. Aber es reicht eben nicht. Wir brauchen 40 Stück, also noch ein paar Stück mit ran. 3-4 Häuser. Bin auch gespannt. Armee war siegreich, sehr schön. Was jetzt passiert? Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Fort zu gründen und auch dort oben. Dann nehmen wir erstmal das Fort hier links. Anschließend, wenn wir wieder genügend Waffen haben, nehmen wir das Fort rechts. Bauen jetzt... Ihr Prestige steigt. Ja, noch eine weitere Stele mit hin. Genügend Nahrung haben wir auch. Wir könnten die Forschung in den Süden noch weiter vorantreiben. Aber jetzt ist es erstmal wichtig, ganz viele Waffen mit ranzubekommen. Das Gute ist, dass die noch genügend Holz haben. Die müssen also bloß die Waffen fertigen, fertigen, fertigen. Und anschließend werden wir dann weitermachen können. So, P ist besiegt. Neuer ägyptischer Standort, Naukratis.
Sehr schön, das Fort ist fertig. Auch hier werden wir jetzt noch ein Fort mit errichten. Dafür brauchen wir ebenfalls 20 Waffen und dann haben wir nur noch Pelusium. Ich denke, wenn Pelusium besiegt ist, dafür brauchen wir die zwei Armeekommandanten und noch ein paar Bogenschützen. Davon sind im Prinzip zu wenig. Der Rest ist soweit in Ordnung. Auch die Ausbildung ist sehr gut dabei. Das heißt, einfach mal Bogenschützen mit dazu stellen. Nehmen wir nochmal 4. Bogenschützen. Und dann müssen wir nur noch darauf warten, dass im Prinzip die letzte Stadt erobert wird. Wenn das getan ist, könnte es sein, dass wir entweder im Norden den Hafen machen müssen oder dass der sich irgendwo unten im Süden bei Punt zeigt. Das weiß ich nicht. Aber werden wir schon früh genug herausfinden. Was machst du da eigentlich? Ach, er baut. Sehr gute Überschwemmung, immerhin. Wir haben ja auch für genügend Tempel gesorgt. Wenn das zum Anbeten nicht reicht, haben sie halt Pech gehabt. Aber generell sind hier alle zufrieden. Wunderbar. Das sehe ich gerne. Hier wird nicht mehr großartig protestiert. Auch unsere Soldaten können sich immer mal wieder mit neuen Sachen einrüsten oder ausrüsten, aufstufen, wie auch immer. Bogenschützen kommen mit dazu. Wir haben keine Waffen. Gut. Ich brauche also noch weitere Waffenhersteller. So, und weil wir sonst nichts weiter zu tun haben, werde ich jetzt hier auch einen Cut machen und erstmal in Pause gehen. Anschließend sehen wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Bis gleich.